Herzlich willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute The Gap. Und wir starten den Story-Modus. Ja, das ist ja schöne Zianeti hier. Wunderbar. Meine Tochter ist vor einigen Jahren. Was ist denn vor einigen Jahren? Ach so. Wahrscheinlich verschwunden. Nach einiger Zeit gaben alle die Hoffnung auf, sie wiederzufinden. Sie hatten sie abgeschrieben. Aber ich nicht. Ich weiß, dass meine Tochter noch lebt. Sie ist irgendwo da draußen und wartet auf mich. Sie braucht meine Hilfe. Letzte Nacht habe ich diesen Brief bekommen. Papa. So lange her, dass wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Ich wollte dich nur wissen lassen, dass ich endlich meinen Platz gefunden habe. Na? In diesem Haus. Für immer. Ich vermisse dich. PS. Suche. Nicht nach mir. Ich weiß nicht, woher ich den Weg... wahrscheinlich. Aber es war, als ob ich etwas dazu drängen würde, herzukommen. Ist schön, wenn die Sätze auch einfach nicht zu Ende geschrieben werden. Schön. Ich muss da rein und meine Tochter finden. Let's do it. Es gäbe nicht eigentlich ein Modelabel oder so ein, ich nenn's mal vorsichtig, so ein New Yorker bei Amis? Gäb? Doch, bin der Meinung. Ja, doch. So, wir sind anscheinend da, ohne zu wissen, wie wir hierher gekommen sind. Oh, schön. Sind wir in Japan? Sieht japanisch aus. So, entschuldigt doch bitte, wie ich heute aussehe. Es sind einfach mal 10.000 Grad draußen und es ist einfach nur fucking warm draußen. Boah, okay, cool. Also Grafik sagt hallo. Finde ich schön. Schön, 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 unheimlich. Und das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an, ja, so ein japanisches Horrorgame. Aber vielleicht sind wir tatsächlich auch in Japan. Vielleicht eine Taschenlampe? Nö. Wo rück mal weiter. Wo muss ich überhaupt hin? Mhm. Okay. Okay. Ist alles duster. Krieg Taschenlampe. Leiter? Nee, nischt. Ist das Haus hier? Gucken da hin. Okay, ist ein Tor. Und es ist auch dunkel wie Sau. Hm. Okay, meine Tochter ist also hier. Warum ist sie hier? Was ist denn für eine Scheiße hier? Was ist denn so ein Duster hier? Ich sehe gar nichts. Kann ich irgendwas machen? Oh. Mit der Maus links klicken und ziehen, um das Tor zu öffnen. Ah, okay. Schön, schön. Na, schön, dass wir das geklärt haben. Taschenlampe, Taschenlampe, wäre so schön. Würde ich gut finden. Hier ist die Tür. Ich kann doch nicht mal die Tür erkennen, tatsächlich. So düster ist das Spiel. So, ist der Lichtschalter, geh mal hin. Oh, Alter. Warum ist denn jetzt so dunkel hier? Manno! Schön. Okay, cool, cool, cool. Ich mach erstmal Überlicht an. Ja, die Lampe kann man nicht benutzen. Okay, das Buch können wir auch nicht nehmen. Oh, ein schöner, geschmiedeter Holzscheithalter. Großartig. Oh, hier haben wir noch. Nee, die sind nur Deko. Ist ja richtig diesig hier drin, oder was? Ist das Rauch oder ist das. Ah, der Filter ist cool. Und unheimlich. Machen wir kurz ein bisschen lauter noch. Jetzt müssen wir die volle Dröhnung geben. Ah, okay, wir sind ein muskulöser Mann ohne Haare auf dem Kopf. Das ist super, Benny. Okay, alles klar, die Tür können wir anscheinend nicht öffnen. Gehen wir mal weiter. Was haben wir hier für schöne Bücher?
Bisschen verschwommen, egal. Eieiei, Alter. Ah, schnell zum Lichtschalter. Oh, das ist groß. Es ist groß und unheimlich. Ja. Ich geh erstmal hier lang. Lichtschalter? Mann, warum sind die denn nicht neben der Tür? Ach, hier. Was haben wir denn hier? Oh, ist der nicht? Mega Drive? Nee. Da hat ein Curtain. Keine Ahnung. Schön, können wir anmachen? Läuft nur gerade nicht. Okay, wir können auch keinen anderen Sender einschalten. Schade. The Home. Nee, doch. The Home. The Home? Labs. So, tolle Bücher. Wie immer tolle Bücher hier. Kann man das Radio anmachen? Nein, können wir auch nicht. Ich bin doch schon mal froh, dass wir nicht jetzt uns durch alle Schubläden irgendwie durchbuddeln müssen. Oh, von dem eigenen Schatten gerade erschrocken. Ah, schön. Schön, schön, schön. Gedeckter Tisch. Fühlt man sich schon ein bisschen eingeladen hier. Regnet doch draußen. Der Sound ist cool. Die Grafik, also die Atmo. Schön. Gefällt mir gut. Okay, scheint zu sein. Und hier haben wir die Küche. Was haben wir hier? Ah, wunderbar. Haben wir noch ein bisschen Glas klein gemacht. Ach, ist doch Meth. Seht doch sofort. Der Kenner kennt es doch sofort. So, ein paar schöne Crispy Breakfast Cornflakes. Die lassen wir auch liegen. Und, okay, jetzt sind wir quasi einmal im Kreis gelaufen. Warte mal. Okay, in das Zimmer von nebenan. Übers Wohnzimmer komme ich immer noch nicht rein und auch nicht von der Seite. Schön. Nehmen wir mal den ersten Stock. Da ist der Lichtschalter. Alter, das ist aber auch wirklich. Du siehst ja die Hand vor Augen nicht, ey. Und dann so ein Gehechel. So ein beschissenes Gehechel, ey. Aha. Schöne Staffelage haben wir hier. Was ist das hier? Ein Kinderzimmer? Ein Kunstzimmer oder was? Aber ohne Bett. Also mit Bett ist Quatsch. Wahrscheinlich hat hier ein Kind drin geschlafen. Das Kinderzimmer. Ja, Dartscheibe. Ich würde sagen, Tuschekasten, das wird das Kinderzimmer sein. So, kann man irgendwas mit dem Bild machen? Okay, gleich kleine Lea Sophia. Flashbacks. Oh, so ungrundierte Leinwand ist so undankbar. Dash ist undankbar. So, ja, auch die Uncurtains. Das ist anscheinend ein öfters gekauftes Cartridge hier in dem Haus. Schön immer zu mir aufmachen. Das ist. Ugh. Okay, das elterliche Schlafgemach. War soweit jetzt erstmal nicht schlimm irgendwie, ne? Oh, was ist jetzt? Ach so, Nagellack. So, warum ist meine Tochter jetzt hier in diesem Haus, bitte? Ist da ein Blatt, was da drauf liegt? Was so in die Decke glitscht? Hä? War nicht gerade. Grad Space gedrückt und hat er nach vorne gekickt. Okay. Kann ich mich ducken? Nö. Haben wir ein Spiegelbild? No. Das wäre auch zu schön. Na gut, dann letzte Tür. Die geht natürlich nach außen auf. Okay, also nach innen. Hier, Licht. Volle Wanne. Ist seltsam. Ist komisch. Ich meine, das Haus ist jetzt verlassen. Ne? Klar, Tisch und so, alles ist gedeckt. Aber wer lässt denn bitte eine volle Wanne da am Start? So, nochmal hinten noch irgendwie mal nach dem Buch schauen oder so. Nee, auch nicht. Auch nicht. Nichte. Nichte mit Ü. Handtuch? Nee. Nichts Besonderes. Ein Schlüssel. So, gut, jetzt habe ich also quasi das Haus einmal abgelaufen. Keller komme ich nicht drin und hier vorne um die Ecke komme ich nicht drin.
Scheinbar wird hier auch viel gelesen, finde ich gut. Nee, du kommst nicht rein. Klingt nicht so schön. Ich glaube, wir lassen die Tür einfach mal zu. Okay, gedeckt ist für drei. Drei Leute, aber was macht meine Tochter hier? Warum knarzt das alles so? Okay. Oh! Oh, ist das meine Tochter? Oh, Licht, Licht, Licht. Oh, hat sofort Gänsehaut, Alter, aber richtig dolle. Okay, Kühlschrank bleibt zu. Oh, das war ja fies. Das war ja gemein. Was ist das für Sounds? Na gut, dann gehen wir mal schauen hier. Wir gehen einmal nochmal durch. Hier ist jetzt auch wieder aus. Oh ey, oh, bitte nicht so eine fiesen Jumpscares. Bitte nicht so eine Brecher hier drin. Das Schlimme ist, die Atmosphäre ist ja jetzt auch so total ruhig irgendwie. Und eigentlich, man wird so in falsche Sicherheit gewogen. Das ist ja trotzdem gruselig, keine Frage, ne? Aber es ist halt ruhig. Und da hat halt schon einfach so puff mal so Licht aus, schon mal einen Effekt. Ne? Also, bei mir auf jeden Fall. Wisst ja nicht, was ihr für taffe Motherfucker seid irgendwie. Aber bei mir? So, okay, hier ist auch wieder... Hier ist doch was auf dem Bett vorne. Hier war doch was. Oh nee, alles ist duster, alles ist duster. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein, oh bitte nicht. Oh bitte nicht. Okay. Oh Scheiße, Alter. Oh Gott, verdammte Scheiße. Oh, der war fies. Der war richtig mies. Oh. Okay, also scheinbar muss ich hier erstmal alles ablaufen, bis irgendwas passiert hier. Was denn? Oh, das raschelt hier überall und knistert. Das darf doch nicht wahr sein. Hier Schwerlicht aus. Warum ist denn hier Schwerlicht aus? Was ist los? Geht der nicht mehr? Nein, er geht nicht mehr. Wieso geht denn der jetzt nicht mehr? Oh, come on! No! Das Schlimme ist, ich habe auch nicht so wirklich einen Plan, was ich jetzt machen soll. Also außer hier wie so ein Löffel rumlaufen. Was? Oh, also erschreckt mich hier von meinen eigenen Schritten. Komm hier nicht hin. Komm hier einfach nicht hin. Dann würde ich mal sagen, gehen wir nochmal hoch. Das Radio, der Fernseher, wer macht denn jetzt so eine Geräusche? Hier gleich hin, Alter. Oh, ey, das ist sauer. Das ist unsere Tochter, oder? Mit der kaputten Jacke. Wie rennst du denn rum? Aber ich... Oh, scheiße, Alter. Also, sie wird tot sein. Oh. Ist das mies. Ist das mies. Mann, und kein Licht geht hier. Immer noch da? Oh, ja,
die stehen immer noch rum. Die stehen immer noch rum. Bitte. Oh, kein Licht. Nirgendwo ist Licht. Was hier vorne ist, ein bisschen Glut. Nee. Was? Oh. Okay, alles klar. Wir sollen wahrscheinlich hier hinten zu der Tür. Die ich nicht mehr sehe. Und sie ist offen. Sie ist offen. Ich bin total erfreut. Ich freue mich richtig, dass die Tür jetzt offen ist. Schön. Finde ich super. Und sie geht in den scheiß Keller. Oh nee, ey. Na toll. Gut, hier mal in den Keller runter. Wir haben auch nichts besser zu tun. Schön. Oh Gott. Und es ist so dunkel. Es ist so dunkel. Ich weiß nicht, wo ich langlaufen soll. Meine Güte. Bitte lass hier nicht irgendwas von mir jetzt hier auftauchen. Möchte das nicht. Was ist da los? Ich würde ja gerne, ich würde mich mal hocken. Ich würde mich gerne hinhocken wollen. Crouchen, nee. Steuerung nicht steht. Strom geht auch nicht. Oder String. So, kann ich da irgendwie hin? Ja, okay. Tochter, wir müssen reden. So geht's nicht weiter. Okay, wir sind im Keller, unterm Keller. Schön. Ganz, ganz schau, schön. Weil Falltür. Wer hat denn sowas unter seinem... Ach komm, ey. Wer hat denn sowas unter seinem Haus? Außer Dave vielleicht. Aber... Was ist denn das? Hängt da einer? Da hängt einer. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Misch die weg. Hm. Okay, ich versuche mal irgendwie im Licht zu bleiben. Hier ist ja... Oh. Ey, was willst du mir sagen, Tochter? Was... Oh, und ich bin komplett in Dunkelheit hier. Das ist doch kacke. Das ist doch richtig kacke. Warum habe ich denn keine Taschenlampe oder irgendetwas? Ihr könnt mich doch nicht einfach so komplett durchs Dunkel laufen lassen. Was hat denn? Was ist denn hier jetzt? Mann, oh! Okay, das ist... Ist das jetzt Teil des Wohnzimmers oder was? Oder hat sich hier einfach nur irgendjemand noch ein bisschen schön eingerichtet? So mit Trockner und Waschmaschine, Bügelbrett. Ja, man geht doch gerne mal halt runter in den Folterkeller zum Bügeln, ne? Ist ja auch einfach. Ist das Ambiente so schön. Es ist dunkel. Es ist einfach beschissen duster hier. Mann! Ich sehe nichts. Okay, jetzt rufe ich hier im Kreis. Dann gehe ich mal kurz hier lang. Oh Gott. Oh je. So, ich würde mich einfach mal an der Wand halten. Ich halte mich mal an der Wand. Okay, ein Regal. Oh, das ist wirklich eine fiese Atmosphäre hier in dem Spiel. Aber das ist tatsächlich... Oh! Aber das Spiel ist echt erbarmungslos, muss ich sagen. Irgendwie, weil das halt ich einfach auch nicht an die Hand, ne? Das sagt ja jetzt nicht, mach mal das, mach mal das, mach mal das. Warte mal, was war das hier? Ah, der Fernseher. Wer kiekt denn hier fern? Wer macht denn sowas?
verlauf mich doch hier hoffnungslos. Egal. Und wie groß ist denn das hier? Ich weiß nicht, hört sich komisch an, will nicht hingehen. Scheiße, aber ich glaube, ich muss zu dem Geräusch machen, oder? Kann das sein? Hau ab! Sie verfolgt mich! Sie verfolgt mich! Nein, mir schüttelt nicht! Ich möchte dich! Und ich bin im Dunkeln! Ich bin im Dunkeln! Jetzt bin ich ja schon wieder hier! Bin ich ja schon wieder hier! Was ist hier? Was ist hier drin? Oh Gott! Oh, ist das fies, ey! Ist das gemein! Okay, ich muss. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich bin fix und fertig hier. Was ist denn das? Warum ist das die, ist das Haus, das oben abgebildet wurde, mal mehr? Hä? Oder gehen einfach bloß immer mehr Lampen an? Oh, eine Treppe. Eine Treppe. In die Freiheit. Würde ich gut finden. Tut mir leid, dass es so dunkel ist, Leute, ne? Aber ich sehe genauso viel wie ihr. Wahrscheinlich sehe ich noch weniger, weil es bei mir schön dunkel eingestellt ist. So, kann ich das? Ah, na, hoffentlich. Aha, Freiheit. Mach doch die Tür richtig auf, Junge. Ich bin raus. Ich hab's geschafft. Da. Ja. Tageslicht. Alter, was? Blendet ein bisschen durch, aber steht da oben einer? Oder ist da bloß irgendwas, eine Pflanze? Eine Antenne? Ne, da steht jemand. Kann ich das... Ist das unsere Tochter? Suizid oder was? Hat sich unsere Tochter. Also unsere Tochter ist tot. Aber war das jetzt Selbstmord? Oder ist sie ermordet worden? Vorne ist der Profi jetzt zu. Soll ich jetzt wieder hier rein? Kann ich gehen? Würde ich jetzt mal so verstehen? Dankeschön. Nope. Kann ich das Auto benutzen? Soll ich jetzt wieder rein oder was? Echt jetzt? Ich möchte nicht wieder rein. Ich will nicht wieder rein. Drin war schlimm. Ja, wir müssen wieder... Leute. Schön. Ich bin wieder drin. Da freue ich mich. Das ist... ein ganz großes Kino. Ich muss auch sagen, tatsächlich sind wir auch noch nicht in den Keller gekommen. Also hier vorne über die Treppe hier, ne? Hier ist ja... Wir waren hier vorne noch nicht drin. Tochter? Der Regen hat endlich aufgehört. Voll die chillige Musik, ey. Hier
Lebt unsere Tochter jetzt hier noch? Sind wir jetzt in irgendeiner Vision? Du hättest niemals herkommen dürfen. Aber ich bin froh, dass du hergekommen bist. Ist auf jeden Fall ist ziemlich cool gemacht. Ist nicht besonders aussagekräftig, aber ist schön gemacht, wenn man es einfach mal so für sich wirken lässt. Dann steht sie doch da oben. Okay, unsere Tochter hat sich wirklich vom Haus gestürzt. Und ihr Geist ist jetzt quasi ruhelos in diesem Haus. Warum jetzt in diesem Haus, weiß ich jetzt nicht, aber kann ich mich bewegen? Nein. Oh, jetzt lass mich das bitte nicht noch sehen. Also ich würde es jetzt mal als Selbstmord interpretieren, weil warum stehst du sonst auf dem Dach? Sie sieht mir jetzt nicht aus wie ein Dachdecker. Okay. Und was nun? Okay, das war okay. Okay, ihr Lieben, das war The Gap. Ich fand's echt schlimm. Ich hätte nicht gedacht, dass das hier heute auf mich wartet. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne bitte einen Daumen nach oben da. Und vor allen Dingen abonniert den Kanal. Es kostet euch nichts und uns bringt es wirklich eine Menge. Ansonsten würde ich mich echt freuen, wenn ihr zum nächsten Projekt wieder einschaltet. Bis dahin. Macht's gut, ihr Lieben.